Panamoglis, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zur vierten Folge Conan Exiles im Januar. Meine Güte, vierte Folge schon. Januar fast vorbei. Naja, in der heutigen Folge werden wir gemeinsam unser Projekt vielleicht vollenden, aber wahrscheinlich eher nur weiterbauen. Und schauen mal, ob wir nicht ein oder vielleicht die andere Erweiterung als Idee in den Kopf bekommen. Also soweit schon mal von mir. Ich habe ein bisschen gesammelt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich die absolut Schnauze voll habe, weiter zu sammeln. Wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Ich werde direkt hier beenden. Aber ich habe das für euch gesammelt, damit wir ein wenig was gemeinsam machen. Nein, ich möchte nicht alles alleine machen, das ist nämlich blöd. Ich möchte euch gleich mit einer Roomtour etwas Neues zeigen, aber mehr nicht. Bis gleich! So, willkommen zurück. Lass uns doch erstmal 10 Türrahmen bauen. Obligatorisch, ich denke, das kann nicht schaden. Zudem 10 Schrägen, 10 Schrägen. Boah, ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber einfach mal vorsichtshalber 40 davon. Sonst, ich weiß nicht. Vielleicht einfach mal provisorisch 10 Treppen. Ja, das soll erstmal so weit reichen, denke ich. Wände hatten wir, glaube ich, noch. Ah, wir hatten sogar noch Decken. Ach, ist egal. 101 Wände haben wir noch. Guck mal, eine einzige kann ich mal direkt brauchen. Können wir nicht mal direkt hier machen. Und hier kommt Schräge, Schräge. Das habe ich jetzt so beschlossen. Wir müssen uns noch einen schönen Eingang überlegen. Zudem, da kommt das Lager rein. In den Turm. Habe ich auch so beschlossen, weil das einfach am nächsten an der Halle dran ist. Vielleicht mache ich es aber doch noch nach oben. Ich glaube aber nicht. Was hier reinkommt, weiß ich noch nicht. Also das ist hier kein Raum. Das soll eventuell jetzt noch nach hier 2... Vielleicht nach da 5 oder so. Also es darf nicht zu weit. Ich habe mir das fast als Grenze genommen. Vielleicht einen weiter, damit es nicht so gerade abhackt. Oder einen weniger. Ich habe keine Ahnung, was hier rein soll. Vielleicht kommen hier... Boah, lass uns mal überlegen. Also der Brunnen kommt hier raus. Das ist Fakt. Kann ich den eigentlich aufnehmen? Ne, muss ich zerstören. Dann bleibt er nämlich erstmal hier drin. Erstmal, bis ich neuen bauen kann. Kann ich wahrscheinlich jetzt schon. Aber ich möchte es nicht riskieren, dass ich mir jetzt alles zerschrote. Also es wird eine sehr langsame Folge, in Betonung auf die Gehgeschwindigkeit. Denn wie ihr seht, ist es nicht gerade einfach, mit 441% Belastung sich schnell zu bewegen. Kann ich jetzt nicht verstehen. Nun gut, lass uns doch trotzdem mal hier, die Wände sind nach außen gerichtet, das heißt wir müssen die Seite so machen. Passt das denn überhaupt? Ja, passt. Fügt sich nahtlos ein. Also es ist ein bisschen doof, wie wir die Wände immer platzieren müssen, aber hey, was soll's. Hier müssen wir. Ja. Hier müssen wir an den Markt. Doch, doch, doch. Jetzt bin ich mir sicher, dass wir das müssen. Einfach, sonst können wir da nichts drüber bauen. Seht ihr? Jetzt können wir da was drüber bauen. Vorher nicht. Und das ist halt blöd. Denn ich mag Dinge da drüber bauen. Also, wie machen wir das? Ich glaube, wir machen hier eine Schräge hin. Okay. Ja, richtig. Hier machen wir so eine hin. Wo halt richtig rum. Gleich, wenn die mal irgendwann gebaut werden, die da. Und hier könnten wir ja erstmal, Betonung auf erstmal, solange wir noch nicht wissen, was wir da hinmachen. Ach komm, reißen wir wieder ab. Zumachen? Fragezeichen? Also, ich weiß halt wirklich nicht, was da hin soll. Ich will sowas wie einen Thronsaal und so, will ich eigentlich diesmal vermeiden. Das ist platzverschwendender Müll und der bringt nichts. Es gibt auch diesmal keine kasernenartigen Dinge. Denn es gibt einfach keine Säuberung. Das heißt, ich muss auch nirgends sowas haben, wo ich mir viele Leute einlagere, sozusagen. Leute einlagern. Oh yeah, hell. Zu viele falsche Spiele gespielt. Das heißt, was machen wir? Was können wir mit diesem Raum anfangen? Naja, wir werden sehen. Aber was ich euch noch nicht gezeigt habe und jetzt zeigen möchte, ist... Ta-ta-ta-ta! Die Handwerkszeit hat sich schon mal ein wenig gefüllt. Ich habe alle Materialien, die wir noch hatten... zusammengetragen und habe schon mal hiermit fleißig ein wenig, nein, mit dem Vorgänger davon ein wenig fleißiger crafted. Ihr seht, da ist noch ein bisschen Holz sogar übrig. Habe ein paar hiervon gemacht, ein paar hiervon gemacht. Und ja, ich konnte schon mal alles Mögliche bauen. Wenn man mal hier runter scrollt, dann seht ihr ja, was wir alles bauen konnten. Und ich habe jetzt erstmal alles gebaut, was geht. Also ich habe durch meine Grundkenntnisse zum Beispiel auf die verbesserte Werkbank des Schmieds gesetzt und habe nicht die normale Werkbank eines Schmieds genommen, weil das hier ist tatsächlich einfach nur die bessere Version. Hingegen bei solchen Dingen
Gusstisch und so, das sind spezielle Sachen. Also eine kleine Roomtour. Wir haben hier unsere Öfen. Wieso laufen die eigentlich nicht? Nein! Jetzt habe ich alles aufgenommen. Fuck. Na gut. Okay, dann gebe ich euch einfach mal das Holz, schätze ich mal. Und die Steine? I don't know. Jetzt bitte nicht. Danke. Ah, jetzt geht's. Also, hier haben wir unsere Schmelzöfen. Deswegen, ich habe auch nicht alle um... Ich hatte die ja erst gebaut, da wart ihr bei. Und ich dachte mir, ach komm, lass stehen. Sind eh nur zum Schmelzen. Und die hier. Das Einzige, wo ich mir Sorgen gemacht habe, ist, es kann sein, dass wir hier nicht mehr durchkommen, dass der Platz zu klein ist, weil wenn wir hier Leibeigene reinpacken, dann sitzen die, glaube ich, hier am Feuer und stochern da rein. Das heißt, da und da. Wir hätten also nur einen winzigen Strich, um hier durchzukommen. Eventuell müssen wir sie verschieben. So, dann haben wir diese ganzen coolen Werkbänke hier. Das ist die verbesserte Werkbank. Wie gesagt, da setze ich auf verbesserte hinter so Präzisionsschmied und alles. Das können wir woanders hinpacken. Okay, das sind Dinge, die haben eigene Boni zu den Waffen. Hier ist mal die Kesselflicker-Werkbank, die ich euch noch nie gezeigt hatte. Da gibt es auch die schicken Sachen. Wir brauchen nicht viel Material, also nichts Großes, aber es gibt hier schicke Sachen. Dann ist hier schmiedetechnisch der Gusstisch. Da könnt ihr interessante Sachen machen, weil ihr guckt mal, das hat tatsächlich... Es schützt tatsächlich vor Hitze. Also hier sowas, ne, oder hier, sagen wir mal, eine Fußspange. Diese Fußspange schützt euch vor Hitze. Wenn ihr diese Fußspange tragt, schwitzt ihr weniger. Ich sag da nichts zu. Oder hier, das Golddiadem. Ein Diadem, wohlgemerkt, ein Diadem, was ihr auf den Kopf setzt. Schützt euch vor Hitze. Ein Diadem, was aus einem einzigen Kranz... Ist ja auch egal. So, dann habe ich das hier ein bisschen schön zusammengewuselt. Und habe uns hier die einfache Gerberei gemacht. Und parallel die verbesserte. Der Grund, warum ich beide gelassen habe und hier nicht auf die verbesserte ausschließlich gesetzt habe, ist, falls wir mal sehr viel... Haut haben. Können wir die hier reinmachen und parallel hier rein. Also wir können einfach die Produktion erhöhen. Ich habe auch gestern schon welche bearbeitet, wie ihr seht. Ein bisschen Teer noch drinne. Dann haben wir hier den Gerbertisch, der ist neu. Da können wir einzelne Sachen... Oh, er ist fertig. Einzelne Sachen machen. Jetzt haben wir 300 Zweren, das sollte wohl reichen. Ich habe gestern alles an Pflanzenfasern hier reingebasht, was ich hatte. Hier ist noch genug Platz, um einige Werkbänke mehr reinzumachen. Und hier kommen wir zur Küchenarea. Dieser Platz hier ist genau abgemessen für einen Herd. Basierend auf früheren Kenntnissen, wie breit er ist. Also ungefähr 1 breit. Ich habe es ein bisschen nach außen geschoben, weil das ein bisschen nach innen war. Das müsste ungefähr passen. Okay? Also wir haben hier den Trockner, wir haben hier die Flüssigkeitenpresse. Und wir haben natürlich, damit wir auch irgendwas kochen können, unser Lagerfeuer. Später kriegen wir dann einen Herd. Hier soll dann so die Rüstungsmacher-Ecke hin. Hier soll keine Ahnung was hin. Irgendwas Rüstungsmacher-Technisches. Und hier vielleicht auch noch. Oder es bleibt einfach frei. Wie ihr seht, das reicht. Das heißt, die verbesserte Werkbank war da einfach genug. Dann müssen wir uns auch jetzt bald, das ist der nächste Schritt, nachdem wir jetzt hier den Crafting-Scheiß gebaut haben, müssen wir jetzt auch mal uns neue Rüstung bauen. Wir sind jetzt auf dem Level, wo das wieder geht. So, und hier haben wir die coole Alchemie-Geschichte. Auch hier habe ich den einfachen Feuerschalenkessel und den verbesserten stehen gelassen. Einfach aus dem Grund, wenn ich hier zum Beispiel... Ah, guck mal da. Können wir direkt Neues ansetzen. Wenn ich hier was ansetze, dauert das ewig. In der Zeit könnte ich mir beispielsweise hier alchemistische Grundsubstanz machen. Hier soll eine Kiste mit Alchemiekram. Und das hier ist eigentlich nur so das ganze Herz unserer Basis, womit wir dann hinterher alles gestalten können. Hier machen wir die ganze Scheiß-Deko. Und Verteidigung. Nein, doch nicht. Das ist nur Deko-Verteidigung. Also, ich hoffe, es gefällt euch soweit. Es war eine kleine Roomtour, was ich so vorhab. Aha, ein toter Luchs. Das sieht sehr traurig aus. Das möchte ich so nicht haben. Doch, hier können wir Verteidigung machen. Seht ihr? Mittlerweile aus geformtem Holz und Zwirn. Oh. Früher musste man doch die hier haben erst. Naja, mittlerweile ist der anscheinend nur noch Deko. Den können wir nur noch zum Verzieren nehmen. Schade, pass mal auf, wir können den hier schon mal reinmachen. So, wir haben neue Tische. Wir könnt ja mal, wenn ihr Lust habt, in den Kommentaren abstimmen, wenn ihr irgendwelche bestimmten Sachen sehen wollt. Wir könnten sogar auch eine ganze Bar reinbauen. Also wenn ihr Bock habt, bauen wir uns eine Bar. So, und hier soll dann das Lager rein. Was haltet ihr von der Idee? Ich bin noch so semi-beeindruckt. Wisst ihr was? Wir können hier einen Durchbruch machen. Theoretisch. Wir könnten es da reinbauen. Könnten. Müssen hier gar nichts. Wir könnten. Wir können es auch in diesen viereckigen Turm bauen. Ich möchte das aber eigentlich nicht. Weil ich finde, dieser Turm hier ist nicht ganz so pragmatisch. Er hat nämlich viele Treppen und Türen und Gewusel und... Ja. Theoretisch könnten wir es auch da hinten reinmachen. Mache ich aber. Ist nämlich blöd. Grund dafür,
Den kann ich euch später mal zeigen. Tun, dafür brauchen wir noch mehr Holz, noch mehr Eisenverstärkung. Ja, das können wir quasi schon mal in Auftrag geben. Aber mehr auch nicht, weil ich habe jetzt keinen Bock darauf zu warten, bis das fertig ist. Wir brauchen noch mehr Holz, noch mehr Eisenverstärkung. Und das müssen wir alle Eisenbarren nehmen, die wir haben. Aber ich glaube, hier war schon einiges drin. Jawohl. Ach guck, hier sind sogar noch 19 Stück drin. Dann machen wir mal noch eine einzige. Wie war denn das Verhältnis? Das Verhältnis war 5 Stück. Wir brauchen, sagen wir, 20 Stück. Das heißt, wir bräuchten 400 Eisenverstärkung. Quatsch. Entschuldigung. Ich bin gerade voll woanders gewesen. 400. Ich habe doch nicht 80 Stück gesagt. 20 Kisten. Da sind wir bei 100. Götter. Entschuldigung. Das war gerade nicht nur daneben. Das war absoluter Schwachsinn. Aber ist okay. Ist okay. Guck mal da, wir können 600 machen. 20 haben wir schon. Das heißt, wir hauen noch 80 da rein. 80 Stück werden noch gemacht. Guck mal, ich hatte sogar noch Stahlverstärkung von gestern. Das hat mich wieder Aufwand gekostet, die da rauszubauen. Und ach, frag nicht. Nun gut. Das heißt, wir kriegen das da schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch geformtes Holz. Ich habe gesehen, unser Crafting unten ist fertig. Wir sind soweit durch. Das heißt, wir könnten jetzt schon mal die Strohdächer machen. Das wird natürlich noch ein Höllenaufwand, weil ihr müsst euch Folgendes vorstellen, liebe Freunde. Alles, was wir jetzt gerade bauen, alles, jeder Boden, jede Decke, jede Wand, alles, werden wir später durch höherwertiges Material ersetzen. Geplant ist nämlich, dass diese Handwerkshalle hier aus der Arena-Wand besteht. Übrigens, was jetzt neu ist, das habe ich gestern gesehen. Ihr könnt Rasierrinde herstellen. Das ist einfach normale Rinde. Aus 7 Holz könnt ihr einfach Rinde herstellen. Ist das amazing oder was? Ey, wir brauchen nicht mehr raus die Rinde suchen. Wir können jetzt die Zutaten hier drinne fertigen. Das ist einfach geil. Trotzdem werden wir uns irgendwann den vertikalen Aufzug bauen. Und den werden wir dann hier hin machen. Wir werden uns hier einen schönen Weg suchen. Wahrscheinlich hier hoch. So, und sicher wird er nicht werden. Hier sind überall Wölfe. Vielleicht baue ich hier Palisaden. Ich glaube aber nicht. Nur ein bisschen Spaß muss sein. Und dann werden wir auch hier den Aufzug bauen. Ich werde hier nur eine Reihe aus Fackeln machen, dass wir nie wieder hier rumlaufen. Also ich stecke mir hier meinen Weg ab. Okay, und dann kommt hier ein Aufzug hin und dann können wir da auch ab jetzt immer schön runter, falls wir mal diesen Turm hier stürmen müssen oder so. Vielleicht kommt hier unten sogar eine kleine Basis hin, so eine Art Vorposten. Hier so, so und so. Und dann vielleicht ein Stall rein mit Pferden oder so, dass wir immer hier rumreiten können. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht wird das unser quasi Handelsposten sozusagen. Keine Ahnung. Aber es ist schön, mal wieder so viele Pläne haben zu können. Und nicht einfach nichts zu tun zu haben, wie auf dem anderen Server. Denn wenn ihr alles einmal gebaut habt, wirklich alles, dann ist euch stinklangweilig. Also, ich freue mich, ehrlich gesagt. So, wir wollen doch alles schön gestalten. Sobald wir nämlich wieder zu zweit sind, muss das ja hier ordentlich aussehen, ne? Es kann ja nicht heißen, jetzt lässt man dich einmal alleine aufnehmen, ne? Einmal, weil man gerade nicht zusammen aufnehmen kann wegen der Zeit. Und dann sieht alles wie scheiße. Nein. Nein, Ladies and Gentlemen, sowas werden wir niemals hören von keinem Koop-Partner. Wir werden uns immer Mühe geben, dass alles cool aussieht. So, guck mal. Jetzt haben wir hier nämlich das. Wie kriegen wir das jetzt? Seht ihr, hier müssen wir irgendwie eine inverte Kante schaffen. Irgendwie. Aha. Ah, und dann haben wir hier sogar einen Abschluss. Genau. Ich meine, so ein Dachabschluss. Wie heißen sie denn? Stroh. Wir brauchen hier einmal ein Schrägdach aus Stroh und wir haben hier gleich diesen Strohdachabschluss. Auch das ist schön. Das gefällt mir. 1, 2, 3, 4 brauchen wir davon. Er ist erstmal noch zugange mit. Lass uns vielleicht mal gleich die Warteschlange ein wenig killen. Denn erstmal, glaube ich, haben wir soweit eigentlich natürlich noch nicht alle, aber schon mal einige Strohdächer. Lass mich mal das hier eben fertig basteln. Wie gesagt, ich mache auch vieles mache ich offline. Ganz einfach, weil es unheimlich langweilig wäre, mir da jetzt jedes Mal zuzugucken, wie ich Dinge platziere. Ich weiß, es ist Teil des Spiels. Aber ihr müsst euch das nicht immer antun. Okay, ich versuche jetzt mal irgendwie. Okay, das nicht, aber ich versuche dieses Haus jetzt mal irgendwie miteinander zu verbinden. Das tue ich euch allerdings nicht an, euch damit jetzt auch noch zu nerven. An Spaß, es wäre mir scheißegal, wenn es euch nervt.
Aber ich tue euch das trotzdem nicht an, weil wir am Ende der Folge angekommen sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr hattet Freude. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, dann heißt es zwar noch nicht Ciao mit V, aber... Oh, können wir das auch machen? Bis dahin... Valadoeris, euer Wolf.